Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 102 Dalmatiner. Ja, weiter geht's hier auf dem Land. Da waren wir letztes Mal. So. Und da ist so ein Grill. Ja, ein Grill. Okay, ein Hotdog, den brauchen wir jetzt nicht. Ja. Wir sind weiter auf der Suche. Oh ne, die Flieger. Mann, die hasse ich. Die sind so gemein. Muss man immer warten, bis das zu dir herkommt. Ne? Dann muss man sie anbellen, damit das funktioniert. So, noch einer. Drei Kinder, okay. Komm her, Flieger rein. Oh, boah, ich denke, mein Hotdog. Komm her. Flieger, ich bin an. Okay, sehr schön. Noch einer? Nee, okay, der kommt noch keiner. Okay, dann holen wir uns erstmal einen Hotdog. Hotdog, da bist du. Mh, lecker. Das ist ein richtiger Hotdog. Das schmeckt lecker. Mmh. So, dann haben wir gleich hier mal unseren ersten Hundefreund. So, spring rauf da. Echt toll von dir. Ja, ich weiß, danke, ich bin toll. So, hier hat man irgendwo so eine Eisenbahn. Tschut, 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 die Eisenbahn. Will mit der Nulafahren eine Fahrer, mag ich nicht. Oder? Ding, ding, das ist schon eine Eisenbahn, ne? Ja, das ist eine Eisenbahn. Und ein Wasserfall, sehr schön. Ah, toll. Es ist die Frage, gehen wir zerstören? Oh ne, gehen wir sehr schön in die andere Richtung. Nicht, dass ich irgendwas verpasst oder ich. Oh. Hallo, ich bin der Bongo-Man. Hey, du kleine Maus. Du siehst ja voll süß aus. Wie? Maus? Aber ich bin doch ein Hund. Wer bist du denn? Aha, ohoho, nun sei doch nicht so. Ich heiße Manny, musst du wissen. Bin vom Jazz ganz hingerissen. Darum bin ich auch für die meisten Manny der Jazz-Maulwurf. Geschluckt? Geschluckt? Schön dich kennenzulernen, Manny. Was läuft denn hier so? Oh, hier draußen geht's ganz relaxed zu. Alles easy. Aber guck dir mal die Höhle hinter dem hohen Wasserfall da an, Honey Babe. Danke für den Tipp, Manny. Ja, da habt ihr einen großen. Okay, da war ich ja vorher gerade. Das heißt, eigentlich müssen wir vorher da rauf. Okay. Ah, das ist das Boot, das so herumbellt. Herumbellt. Das ist das Boot da unten. So, ist auch abgebaut. Wo habe ich jetzt hier meine Knochen bekommen? Da geht's auch mal weiter. Das sind auch noch Boote. Boote, Boote, Boote. So, hier schwimmen die Knochen im Kreis herum. Ich muss mich noch kurz ein bisschen. Oh, ich habe wieder angepasst. So, da ist noch einer. Da haben wir noch einen. Das ist noch ein Knochen. So, sehr schön. Oh, danke, dass du mich befreit hast. Aber immer wieder gern. Denn Wasser ist schlecht zum Schnüffeln. Also ich brauche jetzt wirklich so einen Hotdog oder so. Gibt es ja sonst nichts mehr außer an diesen Kaktus. Weil wir sind ja an Land. An Land gibt es keine Kaktus. Ah, man sagt nicht Kaktus, sondern man sagt Kakteen. Dann laufen wir schnell hier außen rundum. Ah, hallo, Speichermann. Schön, dass du da bist. Kontrollpunkt.
So, wie ist mit der Nase? Ah, da ist auch mal wieder so ein Hans-Peter. Und hier kriege ich wieder zwei Knochen. So. Das heißt, hier hinten sind wir fertig. Ah, da unten hat er mir die Knochen hingeschmissen. Alles klar, Herr Kommissar. So, ich glaube, ich muss sogar dann da hinten drin. Und da geht's auch weiter. Und da kann ich dann. Okay, dann gehen wir zuerst nach oben. Ganz so genau kann ich mir ja nicht mehr so erinnern, wie das damals war. Aber ich weiß nicht, lande ist wieder so ein Riesengebiet. So. Und hoppa! Was mache ich jetzt hier? Halleluja! Hier sind zwei versteckte Knochen vergraben. Na gut, dass ich geschnüffelt habe. Da ist auch noch einer. Ja, das ist echt nicht gemacht. Noch einer. Ja, da hinten auch noch. Ja, toll. Gibt's hier noch was? Nee. Okay, dann gehen wir hier weiter. Das ist ja fies gemacht. So. Da ist die Höhle hinter den Bergen. Da sind die Zwerge. Nein, ich will fortfahren. Danke. Dann gehen wir halt mal kurz in die Höhle. Sticker erhalten, sehr schön. Weil das ein optionaler Bereich ist, deswegen sind Sticker. So, immer schön nach oben hüpfen. Hier gibt es Hühnchen. Lecker Hühnchen. Da unten sind dann Pferde. Nee, das sind keine Pferde. Okay. Dankeschön. Ich hab dich gerettet, Mann. So, muss ich jetzt. Der will sagen, ich muss hier rauf, oder wie? So, Boot, geh unter. Gibt's hier sonst noch etwas? Außerdem, hello! Wo bin ich hier gelandet jetzt? Ich hasse die. Wo bin ich denn hier gelandet? Keine Ahnung. Bin ich da rauf? Nee, da kann ich nicht rauf. Er sagt nicht da rein. Gibt es da drinnen noch irgendwas zum. Achso, hier haben wir zwei Knochen, okay. Dann sagt er, ich muss hier raus. Okay, passt. Ah, ich brauche irgendeinen Hotdog oder so. Das wäre jetzt lecker. So, ich muss hier runter. Weiter so! So, ich glaube, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite angelangt. Ah, da ist wieder so ein Hallo. Gibt's hier noch etwas Interessantes für mich? Außer eine Schnüffelnase? Genau, immer zuerst. Ah, ein lecker Hotdog. Hm, das hätte ich, habe ich jetzt gebraucht. Sehr schön. Ah, ich freue mich natürlich jetzt schon auf das allerletzte Level. Auch wenn es so ein Weilchen hinterher. Aber. Das wird jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon, dass das knifflig wird. Hallo Bongo Man! Guck mal, das Baumhaus da oben, Fifilein. Wenn du noch nicht gerafft hast, was hier abgeht, dann check das mal aus. Das coole Haus. Okay, mach ich sofort. Ist so gut.
So, komm her, Flugzeug. Ich will dich anbellen. So. Habe ich jetzt beide erwischt, ja. Ich mag die Flugzeuge gar nicht. Die sind irgendwie so... Ja, da ist noch ein Flugzeug, oder? Ja, sehr klar, da ist noch ein Flugzeug. Irgendwo, da hat man einen Schatten gesehen. Ja, jetzt gehen wir erstmal in das Baumhaus. Da ist auch schon unsere Mitfahrgelegenheit. Sticker haben, sehr schön. Für irgendein versteckter Ereignissen. So. Und immer schön die Knochen ein. So, gibt's da oben auch noch was? Ah ne, das ist der Eingang. Okay. Der versagt. Hinunter, Geronimo! Sag, hier gibt's sicher was zum Vergraben, oder? Manni! Hi, mein Hundchen! Du kommst jetzt zu ein paar Riesenbrocken. Die lassen's rocken. Das sind ein paar kleine Hinkelsteine. Ein paar was? Große Steine im Kreis aufgestellt. Aber in diesem Fall sind's wackelige Dinge, diese Riesenfinger. Danke für die Information, Manni. Wackelige Dinger mit diesen Fingern. Okay. Ja, Mann, der ist so cool. Da ist er eh schon wieder, der Hinkelmann. Na, wie ist es, Fiffilein? Hallo, Manni. Mensch, ist das nicht ein toller Tag heute? Ja doch, mein Kleiner. Der Tag ist ein feiner. Aber ich muss dir etwas weniger erklären. Diese miese Mistnase Horace hängt hier in der Nähe irgendwo rum. Der schon wieder? Lass dich von dem Bösmann nicht runterziehen, Fiffilein. Manni wird dir eine interessante Beobachtung verraten. Was denn? Nicht weit von hier findest du einen Kreis aus großen alten Steinen. Ich glaube, diese Steine können dir helfen, Horace loszuwerden. Okay, aber vorher... Hüpfe ich jetzt hier mal rauf und hol mir hier vor die Knochen, bevor wir zu Horace gehen. Wow, das war knapp. So, das Leben nehmen wir natürlich mit. Ist ja klar. So, da ist noch ein Woofy-Line. Sehr schön. Ich bin frei. Ja, du bist frei. Juppie. Und wir haben schon alle 6 Hunde. Sehr schön. So, uns fehlen noch 3 Knochen. Die sind wahrscheinlich hier irgendwo vergraben. Ah, ne, hier ist noch einer. Und eine Knochen wird vergraben sein. Hallo. Wow, ich glaube, der Hund stirbt. So, ein Knochen wird sicher vergraben sein. Das kann nicht anders sein. Ah, na, hier ist noch einer. Du hast den letzten Knochen für mich. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch Horace suchen. Der ist da hinten. Hallo, Horace. Ja, ich komm schon. Hast du einen Knochen für mich, Horace? Also Steine, dann mach mal! Endlich tu ich dich kriegen! Hoppla! Großes Hoppla! Ich glaube, ich geh da mal lieber. Oh je. Habe ich ein Glück, dass der Boden hier so weich ist. Jetzt hat sie noch die reingedrückt. Der Stein hat bei Horace ja einen kräftigen Eindruck hinterlassen.
Sehr schön. Alles dicke erhalten. So, ja, dann können wir getrost da wieder zurückgehen. Der Bongo Money. Ich weiß nicht, ob wir den jemals noch was. Ich glaube schon, den sehen wir nochmal. Ich glaube schon, ja. So, wir haben alle Sticker, wir haben alles eingesammelt. Sehr schön, dann gehen wir weiter. Wir wollen natürlich speichern, ist ja klar. Wir haben 54%, schon die Hälfte des Spiels. Hallo Hütchen, ich heiße Yvonne. Hallo Yvonne, wieso bist du so niedergeschlagen? Weißt du, der Bauer hier ist furchtbar voll. Der lässt den ganzen Hof verkommen. Es ist unordentlich und viele Sachen sind kaputt. Das tut mir leid, Yvonne. Ich bin eigentlich unterwegs zu Cruella de Vils Fabrik, aber der Weg ist von lauter Zäunen versperrt. Kannst du mir sagen, wie ich da durchkomme? Hey, ich habe eine Idee. Wenn du mir hilfst, dir ein bisschen Ordnung zu machen, könnten wir den Bauer bestimmt dazu bringen, dass er das Haupttor aufmacht. Dann hast du freie Bahn. Hört sich toll an. Was soll ich als erstes machen? Ich habe großen Durst, weil der Bauer seit gestern meinen Wassertrog nicht mehr gefüllt hat. Ich glaube, der Wasserhahn ist in der Scheune. Glaub ich. Kinderspiel. Bin gleich wieder da. Ja. Und da geht's dann in der nächsten Folge weiter auf dem Bauernhof. Also, Leute, bis dann. Haut rein und ciao, ciao.